nachdem Sie jetzt einen Fahrschein gekauft haben, erübrigt sich die Frage nach der Jahreskarte, oder? Vollkommen richtig. Ich habe keine Jahreskarte und komme in der Regel auch fast nicht dazu, leider mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Aber es ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt, ja, beruflich bedingt, dass man von einem Termin zum nächsten oftmals hetzt und das Auto in der Regel als Büro, als Fahrendes nützt. Ja. Es gibt in Wien eine grüne U-Bahn-Linie, eine rote, eine türkise wird gerade gebaut. Finden Sie es schade, dass es keine blaue gibt? Also auf diese Farbenspiele in dem Zusammenhang gebe ich gar nichts. Ja. Aber ich sage, das Wiener U-Bahn-Netz ist ja ein sehr, sehr gutes und positives. Ne. Es gehört aber in wesentlichen Bereichen natürlich ein weiterer Ausbau her, damit man eben auch ins Wiener Umland kommt und damit man eben auch dadurch durch den Ausbau verhindern kann, dass also der Autoverkehr nach Wien hereinströmt. Und ich glaube, da wäre viel zu tun mit Park-and-Ride-Anlagen, die dann auch gleichzeitig als Ticket Gültigkeit haben, um den Verkehr sozusagen von außerhalb Wiens rechtzeitig auch abzufangen.